Herzlich willkommen zu unserem Lecturecast zum Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, zum EKHG. Das EKHG ist die Gefährdungshaftung schlechthin. Wenn man an Gefährdungshaftungen denkt, denkt man an diese Spezialhaftung für Kraftfahrzeuge und Eisenbahnen. Und wenn man es ein bisschen genauer anschaut und versucht, in ein System einzuordnen, dann zeigt uns das EKHG, das schon aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts stammt und in Vorläufern auch schon im 19. Jahrhundert vorhanden war, dann zeigt uns das EKHG, warum es Gefährdungshaftungen überhaupt gibt. Die grundsätzliche Schadenersatzpflicht nach dem ABGB, also in den § 1293 fortfolgende, ist eine verschuldensabhängige. Man haftet, wenn und weil man subjektiv sorgfaltswidrig jemandem einen Schaden zufügt. Allerdings gibt es genug Konstellationen, wo dieser Verhaltensvorwurf an den Schädiger nicht greift. Beispiele aus der Rechtsprechung: Jemand fährt im Sommer auf der Landstraße mit seinem Auto, hört das Fenster offen, es kommt eine Biene geflogen und sticht ihn ins Auge. Im Schmerzreflex verreißt der Fahrer sein Auto und kracht in den Gegenverkehr. Da tut man sich schon schwer, dem Fahrer einen Verhaltensvorwurf zu machen. Was hat der falsch gemacht? Wie hat der sorgfaltswidrig gehandelt? Ist es sorgfaltswidrig, dass er das Fenster offen hat, wenn er über die Landstraße fährt? Oder ist es sorgfaltswidrig, dass er, wenn er eine Biene im Auge hat, die ihn dann auch noch sticht, nicht gerade die Spur hält? Da wird es schon sehr dürftig mit subjektiven Vorwürfen, die wir dem Täter machen. Man kann das Ganze aber noch ein bisschen verstärken. Auch ein Fall, der auf der Landstraße spielt. In der Dämmerung hoppelt ein Hase vorm Auto über die Straße und schafft es nicht ganz. Der verklemmt sich beim Lenkhebel, das Auto ist steuerungsunfähig, es kriegt einen Drall in den Gegenverkehr und wieder kommt es zur Kollision. Hier gibt es endgültig keinen Verhaltensvorwurf mehr. Hier kann man dem Fahrer endgültig nicht mehr sagen, er habe etwas falsch gemacht, er habe sorgfaltswidrig gehandelt, weil der in Wirklichkeit gar nichts tut. Der ist in seinem Auto nur mehr Passagier und dass er das Auto nicht mehr steuern kann, das liegt nicht an ihm. Wenn wir bei der Verschuldenshaftung festhalten, dann führen all diese Fälle nicht zur Haftung. Es gibt in all diesen Fällen keine Ersatzpflicht. Und hier setzt die Idee der Gefährdungshaftung an. Der Gesetzgeber sagt bei der Gefährdungshaftung, wenn du eine bestimmte, an sich gefährliche Tätigkeit ausübst, wenn ich dir erlaube, dass du diese Tätigkeit ausübst, dann knüpfe ich daran aber gleichzeitig eine besonders strenge Haftung. Das ist die guter Tropfen, böser Tropfen Idee. Guter Tropfen ist, du darfst das tun, was eigentlich gefährlich ist, böser Tropfen, dafür sollst du aber auch besonders streng haften. Das ist vom Gerechtigkeitsgehalt her etwas, was durchaus einleuchtet. Wer den Vorteil aus einer gefährlichen Tätigkeit sieht, soll auch den Nachteil daraus tragen. Diese Idee der Gefährdungshaftung zeigt uns eine Art Zweispurigkeit des Haftpflichtrechts. Wir haben die Verschuldenshaftung des ABGB und wir haben daneben auch andere Haftungsgrundlagen. Das EKHG ist die prominenteste, aber bei weitem nicht die einzige Grundlage für eine Gefährdungshaftung. Man denke an das Luftfahrtgesetz, das Reichshaftpflichtgesetz und andere. Der Grundtatbestand des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes ist der Unfall beim Betrieb eines Kfz oder einer Eisenbahn. Ich lasse das in Zukunft aus Gründen der Einfachheit weg. Der Unfall beim Betrieb eines Kfz ist es, der ersatzpflichtig macht. Und jedes einzelne dieser Tatbestandsmerkmale ist auslegungsbedürftig. Was ein Kfz ist, ist verhältnismäßig leicht festzustellen. Das ist im Kraftfahrgesetz definiert. Und auch beim Unfall muss man sich nicht allzu lang aufhalten. Der Unfall ist ein plötzliches, von außen einwirkendes Ereignis, sodass etwa, wenn ein Bienenvolk aufgrund jahrelanger Einwirkungen von Abgasen abstirbt, ein Unfall nicht vorliegt, auch wenn die Straße, auch wenn der Autoverkehr unzweifelhaft kausal für den Tod der Bienen war. Der Unfall ist durch die Plötzlichkeit charakterisiert. Während der Begriff des Kfz und der Begriff des Unfalls also keine besonderen Probleme bereiten, ist es beim Betriebsbegriff ein bisschen schwieriger. Klar ist, dass das Fahrzeug in Betrieb ist, wenn es sich durch eigene Motorkraft fortbewegt. Aber wahrscheinlich kann es nicht daran liegen, dass diese Fortbewegung gerade durch den eigenen Motor initiiert wird oder angetrieben wird. Deshalb konnte man sich schon sehr früh darauf einigen, dass auch ein Fahrzeug, das in Bewegung ist, aber nicht durch den eigenen Motor angetrieben wird, in Betrieb ist. Man stelle sich vor, dass ein Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße abrollt. Hier hat man den Kernbereich des EKHG erfasst. Wir haben eine relativ große Masse, die mit relativ hoher Geschwindigkeit bewegt wird. Schwierig ist es, was für Fahrzeuge gilt, die stehen. Nach dem, was ich bisher gesagt habe, müsste man sagen, naja, nachdem gerade nicht eine große Masse mit hoher Geschwindigkeit bewegt wird, kann ein stehendes Fahrzeug nicht in Betrieb sein. Aber das ist wahrscheinlich nicht das richtige Endergebnis. Warum? Man braucht sich nur vorstellen, dass das Fahrzeug, das steht, nicht
in der Parkgarage oder ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt ist, sondern auf einer vielbefahrenen Straße steht, dass etwa nach einer Panne auf dem Überholstreifen der Autobahn das Fahrzeug abgestellt ist. Dass das Fahrzeug dort nicht gefährlich ist, kann man wahrscheinlich nicht behaupten. Es ist zwar nicht selbst schnell, aber alle anderen Fahrzeuge rundherum sind schnell. Und wahrscheinlich ist ein stehendes Fahrzeug in einem solchen Umfeld sogar noch viel gefährlicher als ein Fahrzeug, das einfach mit dem allgemeinen Strom mitschwimmt. Das heißt, eine Gefahr ist ganz unzweifelhaft vorhanden. Es spricht deshalb auch viel dafür, von diesem maschinentechnischen Ansatz, das Fahrzeug wird durch Motorkraft angetrieben und bewegt sich fort, wegzugehen und sich hin zu einem verkehrstechnischen Ansatz zu bewegen. Solange das Fahrzeug in Verkehr steht, solange davon eine spezifische Gefahr ausgeht, wäre das Fahrzeug danach in Betrieb. Das würde bedeuten, dass auch ein stehendes Fahrzeug in Betrieb sein kann. Dabei gibt es aber ein Problem. Der § 2 Absatz 2 des EKHG nimmt Fahrzeuge aus dem EKHG aus, die eine Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h haben. Und das macht die ganze Sache etwas schwierig, denn ob ein Baufahrzeug, das etwa eine Bauartgeschwindigkeit von 10 km/h hat, auf der Autobahn auf der Überholspur steht, oder ob ein Auto mit einer Bauartgeschwindigkeit von 150 km/h auf der Überholspur der Autobahn steht, ist für die Gefährlichkeit eigentlich ganz egal. Im einen Fall greift das EKHG sicher nicht, weil die Bauartgeschwindigkeit zu gering ist. Im anderen Fall würde bei einem verkehrstechnischen Ansatz das EKHG schon greifen. Das ist ein Wertungswiderspruch, den man allerdings nicht letztgültig befriedigend auflösen kann. Warum? Der Gesetzgeber nimmt relativ willkürlich Fahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h aus dem EKHG aus. Das liegt aber nicht daran, dass deren Teilnahme am Verkehr weniger gefährlich wäre. Wenn das nämlich so wäre, dann müsste man in Wirklichkeit konsequenterweise sagen, dass bei einer Geschwindigkeit, gefahrenen Geschwindigkeit von unter 10 km/h das EKHG überhaupt nicht greifen dürfte. Denn ob ich mit einer großen Baumaschine mit 9 km/h fahre oder mit einem Ferrari mit 9 km/h fahre, macht eigentlich keinen Unterschied. Aber auf die Idee ist noch niemand gekommen. Das heißt, der Grund für die Ausnahme dieser Kraftfahrzeuge aus dem EKHG liegt nicht daran, dass es so viel weniger gefährlich ist, wenn ein Fahrzeug langsam fährt. Der Grund liegt in Wirklichkeit darin, dass man der Bauwirtschaft und der Landwirtschaft ersparen wollte, mit versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen zu fahren. Und deshalb hat man diese strenge Haftung des EKHG für so langsame Fahrzeuge, für Fahrzeuge mit einer so niedrigen Bauartgeschwindigkeit ausgenommen. Einen wirklichen, wertungsmäßig relevanten Grund gibt es dafür nicht. Das ist im Ergebnis relativ billige Klientelpolitik. Damit muss man aber diesen Wertungswiderspruch zu § 2 Absatz 2 bei der Betrachtung des EKHG wohl außer Betracht lassen, denn diesen Wertungswiderspruch können wir nicht begründen und können wir auch nicht auflösen. Den hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Wir können uns nur bemühen, dass wir innerhalb des EKHG mit seiner offenkundig etwas fragmentarischen Gefährdungshaftung zu einem schlüssigen Ergebnis kommen. Und dann zeigt sich aber, dass das stehende Auto tatsächlich, solange es im Verkehr ist, genauso eine Gefahrenquelle bildet wie ein fahrendes Auto. Wenn Sie sich beim stehenden Auto immer das Beispiel des Überholstreifens auf der Autobahn vor Augen halten, wird das, glaube ich, ganz plastisch. Damit zeigt sich, dass ein Auto immer dann in Betrieb ist, wenn es, sagen wir es ganz allgemein, im Verkehr steht und wenn damit von diesem Auto spezifische verkehrstypische Gefahren ausgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht so, dass für alles, was rund um ein Auto passiert, der Halter haftet, nur weil das Auto in Betrieb ist, sondern wir brauchen immer auch im EKHG das, was wir auch im allgemeinen Schadenersatzrecht brauchen. Das, was im allgemeinen Schadenersatzrecht der Rechtswidrigkeitszusammenhang war, also der Gedanke vom Schutzzweck der Norm, ist in der Gefährdungshaftung der Gefährdungszusammenhang. Das heißt, eine Haftung ist nur dann begründbar, wenn der Schaden, der beim Betrieb eines Kfz eingetreten ist, in einem Gefährdungszusammenhang zum Betrieb des Kfz steht. Das sollte man sich immer vor Augen halten. Und ein solcher Gefährdungszusammenhang ist etwa ganz unproblematisch gegeben, wenn wir noch einmal an die Autobahn zurückdenken. Wenn es dort zu einer Kollision mit dem stehenden Auto kommt, dann verwirklicht sich gerade die Gefahr. Die Teilnehmer, die schnell unterwegs sind, der Verkehrsteilnehmer, der steht. Und wenn es da zur Kollision kommt, dann ist genau dieses Verkehrsgeschehen eingetreten, dann ist genau das passiert, was die Gefahr heute ausmacht, nämlich die Beteiligung am Verkehr an sich schnell fahrender Fahrzeuge. Der Oberste Gerichtshof sieht das allerdings nicht immer so streng und das ist was, wo man aufpassen muss. Einerseits bei der Prüfung aufpassen muss, weil das EKHG damit jedenfalls nach der Rechtsprechung weiterreicht, als man das eigentlich vermuten würde.
und andererseits auch in der Praxis aufpassen muss. Sie müssen als Rechtsanwalt vorsichtig sein. Sie müssen an Ansprüche denken, die auf den ersten Blick gar nicht so naheliegend erscheinen. Der Oberste Gerichtshof hat sich etwa mit einem Fall beschäftigt, wo jemand sein Fahrzeug verbotswidrig abgestellt hat, im Halteverbot abgestellt hat und es gleichzeitig so abgestellt hat, dass an der Seite des Fahrzeugs nur mehr ungefähr 70 bis 75 Zentimeter an Durchgang frei geblieben sind. Das heißt, ein relativ schmaler Durchgang neben diesem Kraftfahrzeug. Eine Passantin ist daran vorbeigegangen und weil das dort so schmal war, zu Sturz gekommen. Sie hat sich dabei verletzt. Der Oberste Gerichtshof hat gesagt, dieses Fahrzeug sei in Betrieb. Schon darüber könnte man diskutieren, denn nur weil es im Halteverbot steht, ist keine verkehrsspezifische Gefahr zwingend verwirklicht. Aber der Oberste Gerichtshof hat vor allem auch die Haftung bejaht. Und das ist, wenn Sie sich die Idee des Gefährdungszusammenhangs vor Augen führen, nicht mehr so selbstverständlich. Denn die Gefahr der Teilnahme am schnellen Verkehr stellt sich hier überhaupt nicht. Ob dort ein Auto steht, ob dort eine Kutsche steht, ob dort ein Müllcontainer steht, ist für denjenigen, der vorbeigeht, eigentlich völlig gleich. Der Gefährdungszusammenhang scheint mir hier daher vielleicht nicht in der Form verwirklicht zu sein, wie man das eigentlich erwarten würde. Dasselbe gilt in einem anderen Fall, wo Heizöl geliefert wurde. In Wien ist das sehr häufig, dass Heizöl geliefert wird, indem es mit einem Schlauch über den Gehsteig in den Keller in den dortigen Tank abgepumpt wird. Ein Passant kommt des Weges und stolpert über den Schlauch, während das Kraftfahrzeug, wo das Heizöl geladen war, das Heizöl in den Keller pumpt. Der Oberste Gerichtshof hat gesagt, dass das Kraftfahrzeug in Betrieb ist und ist zur Haftung gekommen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Man könnte schon am Betrieb zweifeln, aber insbesondere müsste man den Gefährdungszusammenhang hinterfragen. Denn ob dort ein Heizölschlauch aus einem Auto geleitet wird oder ob dort ein Gartenschlauch mit größerem Durchmesser oder ein Feuerwehrschlauch liegt, ist wahrscheinlich für denjenigen, der dort geht, völlig gleich. Der Gefährdungszusammenhang ist etwas, worüber man hier deshalb noch einmal nachdenken sollte. Das zeigt Ihnen aber, dass wir beim Betrieb des Kraftfahrzeugs immer vorsichtig sein müssen und dass wir bedenken müssen, dass die Rechtsprechung den Betrieb und damit einhergehend offenbar auch den Gefährdungszusammenhang großzügiger auslegt, als das eigentlich von der Idee des EKHG her gerechtfertigt wäre. Das zeigt sich auch bei den Fällen, die beim Beladen und Entladen von Fahrzeugen vorkommen oder beim Ein- und Aussteigen. Es gibt etwa einen Fall, wo jemand auf der Beifahrerseite ins Kraftfahrzeug eingestiegen ist und sich beim Handschuhfach angehalten hat. Dort hat er sich an einer scharfen Kante verletzt. Jetzt würde man eigentlich bei einem solchen gefährlichen Produkt eher an produkthaftungsrechtliche Ansprüche denken. Tatsächlich wurde der Fall nach dem EKHG geprüft. Und da muss man sagen, egal ob das Fahrzeug gerade in Betrieb war oder nicht, das hat mit dem Gefährdungszusammenhang, für den das EKHG eigentlich geschaffen wurde, doch überhaupt nichts mehr zu tun. Überlegen Sie also, wenn Sie bei der Fallprüfung auf EKHG-Fälle kommen, erstens, ob Sie einen Unfall beim Betrieb des Kfz haben, aber behalten Sie dabei im Hinterkopf, dass dieser Betrieb des Kfz großzügiger gesehen wird, als man das auf den ersten Blick wahrscheinlich tun würde. Wenn Sie einen Unfall beim Betrieb des Kfz und den Gefährdungszusammenhang bejahen, dann heißt das noch nicht, dass es auch zwingend zu einer Haftung kommt. Das EKHG ist zwar eine Gefährdungshaftung, knüpft also an eine gefährliche Tätigkeit an und normiert eine Haftung ohne Verschulden, aber das EKHG ist nicht zwingend eine Erfolgshaftung. Es ist nicht so, dass nur weil ein Unfall beim Betrieb des Kfz eintritt, jedenfalls eine Haftung eingreift, sondern es kommt, wie Sie wissen, nach dem § 1, der Unfall beim Betrieb überprüft wurde, zur ausgesprochen komplizierten und im Übrigen auch nicht besonders glücklich textierten Norm des § 9 EKHG, also damit zur Haftungsbefreiung. In § 9 finden wir die Erkenntnis, dass der Halter nicht immer nach dem EKHG haftet, selbst wenn sich ein Unfall beim Betrieb ereignet. Der Halter haftet nämlich nicht, wenn es ein unabwendbares Ereignis gibt. Ein unabwendbares Ereignis, das beschreibt das Gesetz so, dass es beispielhaft durch einen nicht beim Betrieb tätigen Dritten, durch die Geschädigten selbst oder durch ein Tier hervorgerufen wird. Aber unabwendbar ist das Ereignis nur, wenn auf Seiten des Halters, das inkludiert natürlich die Person, die das Fahrzeug lenkt, jede erdenkliche Sorgfalt eingehalten wurde. Vorsicht, dabei geht es nicht um Verschulden, es geht nicht um subjektive Vorwerfbarkeit wieder in der Verschuldenshaftung, es geht um den höchsten denkbaren Maßstab. Das heißt, schon kleine Sorgfaltsverstöße, eine Reaktionsverzögerung,
eine zu hohe Geschwindigkeit, schon kleine Sorgfaltsverstöße schließen ein unabwendbares Ereignis aus. Unabwendbar ist das Ereignis also nur dann, wenn die Sphäre des Halters völlig frei ist von Mängeln, von Beeinträchtigungen, von Fehlern. Und dazu gehört auch, das Gesetz normiert das ganz ausdrücklich, dass es keinen Fehler in der Beschaffenheit und kein Versagen der Verrichtungen des Kraftfahrzeuges geben darf. Das ist ein bisschen unglücklich formuliert, weil eigentlich nicht klar ist, was diese Verrichtungen sein sollen. Der Gesetzgeber meint wahrscheinlich eher die Vorrichtungen des Kraftfahrzeuges. Das heißt, es darf nicht die Lenkung versagen, es darf nicht die Bremse versagen. Das Fahrzeug muss technisch in einem einwandfreien Zustand sein. Wenn man diese Aspekte gemeinsam betrachtet, das unabwendbare Ereignis, die Einhaltung jeder erdenklichen Sorgfalt, kein Fehler in der Beschaffenheit, kein Versagen der Verrichtungen oder Vorrichtungen, dann leuchtet aber, glaube ich, ein allgemeines Konzept daraus hervor. Die Sphäre des Halters muss, damit er in den Genuss der Haftungsbefreiung kommt, komplett mangelfrei sein. Wenn das der Fall ist, und noch einmal, es geht dabei nicht um subjektive Vorwerfbarkeit wie beim Verschulden, es geht um einen viel höheren Maßstab. Wenn das der Fall ist, dann haftet der Halter nicht. Bedenken Sie dabei, dass wenn beim unabwendbaren Ereignis von Personen die Rede ist, die nicht beim Betrieb tätig sind, das schon einen guten Sinn hat. Denn wenn das unabwendbare Ereignis, das zum Unfall führt, durch eine Person, die schon beim Betrieb tätig ist, ausgelöst wird, dann ist es wahrscheinlich nicht unabwendbar im Sinne des Gesetzgebers, denn dann liegt ein Sorgfaltsverstoß vor, jedenfalls ein Zurechnungsgrund, wiederum, wir sprechen nicht über Verschulden, jedenfalls ein Zurechnungsgrund, der es rechtfertigt, dass der Halter haftet. In einem ersten Schritt haben wir also den Betrieb des Kfz und den Unfall geprüft. Wenn wir einen solchen Unfall beim Betrieb des Kfz haben, dann wird gehaftet. In einem zweiten Schritt haben wir die Haftungsbefreiung geprüft. Das heißt, wir haben gesehen, dass wenn die Sphäre des Halters komplett mangelfrei ist, es keine Haftung des Halters gibt. Und wir haben gesehen, dass diese Mangelfreiheit sich an verschiedenen Kriterien festmachen lässt. Das unabwendbare Ereignis, das durch einen nicht beim Betrieb tätigen Dritten, ein Tier oder den Geschädigten selbst verursacht wird. Kein Fehler in der Beschaffenheit, kein Versagen der Verrichtungen und die Einhaltung jeder erdenklichen Sorgfalt. Doch selbst wenn an sich die Voraussetzungen für diese Haftungsbefreiung gegeben sind, kommt es doch zur Haftung, und das ist der dritte und letzte Prüfschritt, wenn sich eine außergewöhnliche Betriebsgefahr verwirklicht. Hier wird das EKHG zur Erfolgshaftung, denn hier geht es um die Haftung einer Person, zu der wir überhaupt erst kommen, wenn wir vorher die völlige Mangelfreiheit dieser Sphäre bejaht haben. Gibt es einen Mangel in der Sphäre des Halters, haben wir schon keine Haftungsbefreiung. Die außergewöhnliche Betriebsgefahr prüft jetzt in einem weiteren Schritt, ob jemand, dessen Sphäre komplett mangelfrei ist, ob jemand, der gar nichts falsch gemacht hat oder jemand, der die absolute Sorgfalt eingehalten hat, nicht doch zur Haftung herangezogen wird. Und hier soll die außergewöhnliche Betriebsgefahr ein so starkes Zurechnungskriterium sein, dass es zur Haftung führt. Das Problem ist nur, dass wir auf der Ebene der außergewöhnlichen Betriebsgefahr genau das Kriterium wieder treffen, das wir schon beim Betrieb nicht abschließend lösen konnten. Denn als wir beim Betrieb darüber diskutiert haben, was es bedeutet, dass ein Fahrzeug steht, was es bedeutet, dass ein Fahrzeug abrollt, was denn eigentlich die Gefahr ist, Sie erinnern sich ans Kriterium des Gefährdungszusammenhangs, was denn eigentlich die Gefahr ist, die es rechtfertigt, dass so eine strenge Haftung stattfindet, haben wir gesehen, dass wir uns schwer tun, ein durchgreifendes, übergreifendes Wertungsfundament zu finden. Das Problem ist, wenn wir schon die Betriebsgefahr nicht eindeutig bestimmen können, dann tun wir uns mit der außergewöhnlichen Betriebsgefahr erst recht schwer, denn die außergewöhnliche Betriebsgefahr ist nichts anderes als ein Mehr an Gefahr. Es muss im Vergleich zum normalen Betrieb eines Kfz, es muss also im Vergleich zum Normalzustand, der eine Gefährdungshaftung rechtfertigt, noch gefährlicher werden. So gefährlich, dass die Erfolgshaftung des EKHG dann in diesem Fall greift. Und hier finden wir in der Rechtsprechung genau dieselben Schwierigkeiten wieder, die wir schon beim ersten Tatbestandsmerkmal gefunden haben. Und deshalb lässt sich eine allgemeine und letztgültige Definition der außergewöhnlichen Betriebsgefahr nicht geben. Viele Fälle sind unproblematisch. Unproblematisch sind etwa alle Fälle des Kontrollverlustes. Wenn Sie in einem Prüfungssachverhalt lesen, das Fahrzeug kommt ins Schleudern,
Wenn Sie in einem Prüfungssachverhalt lesen, jemand sei nicht mehr Herr seines Fahrzeuges. Wenn Sie in einem Prüfungssachverhalt lesen, dass jemand, wie das bei Auffahrunfällen vorkommt, unkontrolliert auf jemand anderen aufgeschoben wird, dann sind das alles Indizien dafür, dass eine außergewöhnliche Betriebsgefahr vorliegt. Weil es in jeder dieser Varianten gefährlicher ist als sonst. Wenn ich in meinem Auto nur mehr Passagier bin, dann ist selbstverständlich es so, dass es gefährlicher ist, als wenn ich noch Herr meines Kraftfahrzeuges bin. Das heißt, all diese Fälle des Kontrollverlustes kann man ganz unproblematisch unter die außergewöhnliche Betriebsgefahr subsumieren. Darüber hinaus wird es allerdings relativ rasch relativ schwierig. Das sollen Ihnen zwei Fälle aus der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs vielleicht ein bisschen näher illustrieren. Und der Grundsachverhalt ist in beiden Fällen gleich. Es geht um Wildwechsel auf einer Straße. Im Fall Nummer 1 kommt ein Motorradfahrer, der einen Beifahrer am Sozius hat, und unmittelbar vor dem Motorradfahrer läuft ein Wildschwein auf die Straße. Der Motorradfahrer kann nicht mehr bremsen, er stößt frontal mit dem Wildschwein zusammen und kommt sofort zu Sturz. Der Beifahrer verletzt sich und will jetzt den Motorradfahrer in Anspruch nehmen. Wenn ich sage, er will den Motorradfahrer in Anspruch nehmen, das ist wahrscheinlich nicht die Hauptmotivation, aber wir dürfen eins nicht vergessen. In diesen Kraftfahrzeugfällen sitzt immer die Haftpflichtversicherung mit an Bord. Wenn ich ein Kraftfahrzeug betreibe, dann muss ich eine Haftpflichtversicherung abschließen. Man spricht hier von der Pflichthaftpflichtversicherung. Und anders als das sonst im Haftpflichtversicherungsrecht ist, normiert der § 26 des Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetzes, also des KHVG, einen gesetzlichen Schuldbeitritt des Versicherers. Das heißt, wenn der Halter haftet, dann haftet auch der Versicherer, ipso iure. Jetzt klagt also unser Beifahrer den Motorradfahrer und damit auch die Versicherung. Der Oberste Gerichtshof sagt in einem ersten Schritt, glaube ich, ganz richtig, das ist ein Unfall beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs, nämlich des Motorrades. Er erkennt in einem zweiten Schritt ganz richtig, dass ein unabwendbares Ereignis vorliegt. Es ist durch ein Tier verursacht und, das müssen wir aus diesem Urteil jedenfalls so übernehmen, es gibt überhaupt keinen Indiz dafür, dass der Motorradfahrer irgendetwas nicht optimal gemacht hätte. Das Wildschwein ist so knapp vor dem Motorrad über die Straße gelaufen, dass es sofort zur Kollision gekommen ist. Das heißt, wir haben jede Sorgfalt seitens des Motorradlenkers, wir haben keinen Fehler in der Beschaffenheit, wir haben kein Versagen der Verrichtungen. Wenn wir also zu einer Haftung des Motorradlenkers kommen wollen, dann brauchen wir eine außergewöhnliche Betriebsgefahr. Und der Oberste Gerichtshof kommt in diesem Fall dazu, dass eine außergewöhnliche Betriebsgefahr vorliegt. Aber wenn man das genauer überprüft, dann stellt sich die Frage, worin, was den Betrieb des Motorrades anlangt, die besondere Gefährlichkeit liegt. Sie kann natürlich nicht im Unfall liegen, denn sonst wäre jeder Fall des Unfalls ein Fall der außergewöhnlichen Betriebsgefahr. Was ist das Problem, das sich hier realisiert? Die Geschwindigkeit, die Masse, das Motorrad knallt mit relativ hoher Geschwindigkeit gegen ein Hindernis. Und damit realisiert sich doch eigentlich genau die Betriebsgefahr des Motorrades. Ob hier also wirklich, wie der Oberste Gerichtshof annimmt, eine außergewöhnliche Betriebsgefahr vorliegt, darüber könnte man diskutieren. Und das zeigt Ihnen sehr schön ein anderer Wildwechselfall. Ähnliche Situation, ein Pkw fährt eine Landstraße entlang, unmittelbar vor dem Pkw springt ein Reh auf die Straße, der Pkw kann nicht mehr bremsen, erwischt diesen Rehbock, erwischt dieses Tier frontal und katapultiert es in den Gegenverkehr. Dort fährt gerade ein Auto, der Rehbock tritt durch die Windschutzscheibe ins Auto ein, trifft den Lenker und tritt durch die Heckscheibe wieder aus. Der Oberste Gerichtshof erkennt, glaube ich, völlig zu Recht, dass es ein Unfall beim Betrieb des Kfz ist und erkennt auch völlig zu Recht, dass es ein unabwendbares Ereignis ist. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Es gibt kein Indiz dafür, dass die Sphäre des Halters hier nicht völlig mangelfrei ist. Und dann kommt es wieder zur Frage der außergewöhnlichen Betriebsgefahr. Der Oberste Gerichtshof schaut ganz auf das Auto, das diesen Rehbock zuerst gerammt und weggeschleudert hat und sagt, ja bitte, der ist aber doch nach dieser Kollision tadellos spurwahrend stehen geblieben. Der ist nicht ins Schleudern gekommen, da ist nichts passiert, da ist kein Kontrollverlust eingetreten und damit ist eine außergewöhnliche Betriebsgefahr nicht verwirklicht. Ob das so sicher ist, könnte man durchaus auch bezweifeln, insbesondere wenn man bedenkt, dass der OGH das Ablösen von Teilen eines Autos, etwa ein am Jeep montiertes Ersatzrad oder ähnliches,
sehr wohl als außergewöhnliche Betriebsgefahr ansieht und das unkontrollierte Beschleunigen eines Tieres, eines Rehs in den Gegenverkehr, könnte man doch überlegen, ob hier die Situation nicht doch eine gefährlichere ist, als das sonst der Fall ist. Beide Fälle sind keine Fälle, die man absolut richtig oder absolut falsch entscheiden kann. Es geht auch überhaupt nicht darum, die Entscheidungen des OGH in diesen beiden Fällen zu kritisieren. Worum es geht, ist, dass Sie ein Gespür dafür bekommen, worauf man Acht geben muss. Beide Fälle hätte man, wahrscheinlich mit guten Gründen, auch umgekehrt entscheiden können. Und die Frage, die Sie sich dabei immer stellen müssen, ist: Ist die Situation gefährlicher, als es der normale, als es der gewöhnliche Betrieb eines Kfz eigentlich ist? Wenn das der Fall ist, dann liegt eine außergewöhnliche Betriebsgefahr vor. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt es beim unabwendbaren Ereignis. Das zeigt Ihnen dieses Stufenmodell, das wir jetzt aus dem Gesetz entnommen haben, dass Sie auch bei der Prüfung in diesen Stufen arbeiten sollten. Es ist keine gute Idee, auf einen Fall draufzuschauen und zu sagen, da liegt eine außergewöhnliche Betriebsgefahr vor. Sie sollten jedenfalls immer mit der Frage des Unfalls beginnen und sich dann die Frage des unabwendbaren Ereignisses stellen. Am Anfang weiß man nicht genau, warum das so sein soll, denn wenn die außergewöhnliche Betriebsgefahr vorliegt, wird ja jedenfalls gehaftet. Das heißt, man könnte das Pferd ja von hinten aufzäumen und damit viel Zeit sparen. Tatsächlich ist das aber natürlich nicht so. Denn Sie müssen bedenken, gerade wenn mehrere Geschädigte und mehrere Schädiger im Spiel sind, kommt es sehr rasch zu Regresssituationen. Denken Sie an die Paragraphe 7 und 11 EKHG. Und was sind die maßgebenden Kriterien dafür, ob und wer einen Schaden im Ergebnis trägt? Die Frage, wie stark die Zurechnungsgründe zum jeweiligen Haftpflichtigen sind. Das heißt, gibt es nur eine gewöhnliche Betriebsgefahr? Gibt es eine außergewöhnliche Betriebsgefahr? Oder liegt bei einer Person vielleicht sogar Verschulden vor? Und klarerweise geht der Regress in die Richtung desjenigen, bei dem die Zurechnungsmomente stärker sind. Das heißt, derjenige, der Verschulden hat, wird den Schaden materiell am Ende tragen. Derjenige, der außergewöhnliche Betriebsgefahr auf seiner Seite hat, wird den Schaden eher tragen als derjenige, dem nur eine gewöhnliche Betriebsgefahr anzulasten ist, die die grundsätzliche Haftung nach dem EKHG begründet. Um aber diese Schwere der Zurechnungsgründe sehen und verstehen zu können und in der Arbeit auch verwerten zu können, müssen Sie in diesem Schema bleiben. Und dabei werden Sie sehen, dass es gar nicht immer einfach ist. Denken Sie zurück an den Fall mit dem Hasen auf der Landstraße. Der Hase hoppelt über die Straße, das Auto erwischt ihn und er verklemmt sich beim Lenkhebel. Der Oberste Gerichtshof hat diesen Fall so entschieden, dass er eine Haftung des Halters aufgrund außergewöhnlicher Betriebsgefahr angenommen hat. Das ist im Ergebnis sicher richtig, aber wenn man genau überlegt, müsste man doch wohl schon die Frage stellen, ob der Umstand, dass die Lenkung nicht mehr funktioniert, weil der Hase dort verklemmt ist, nicht vielleicht sogar ein Versagen der Verrichtungen des Kraftfahrzeuges begründen könnte. Das heißt, ob nicht unter Umständen schon kein unabwendbares Ereignis vorliegt. Das ist für den Geschädigten im konkreten Fall egal. Für uns bei der Prüfung ist es das gerade auch im Hinblick auf Regresslagen ganz offenkundig nicht. Wir wissen jetzt, wann nach dem EKHG gehaftet wird, § 1 und 9. Wir wissen auch, wer nach dem EKHG haftet, nämlich grundsätzlich der Halter und mit ihm auch sein Haftpflichtversicherer. Was wir noch nicht wissen, ist, wofür eigentlich gehaftet wird, aber die Antwort fällt uns relativ leicht, weil der Ersatzumfang im ABGB entsprechend der Paragraphe 12 fortfolgende dem des ABGB entspricht. Das bedeutet, auch im EKHG wird bei der Körperverletzung nach § 1325 ersetzt, bei der Tötung nach § 1327 und der Sachschaden nach allgemeinen schadenersatzrechtlichen Regeln. Überhaupt ist zu bedenken, dass das Bestehen einer Haftung nach dem EKHG eine Haftung nach dem ABGB nicht ausschließt. Das bedeutet, wenn ein Verschulden vorliegt, dann haben wir einerseits die Haftung nach dem EKHG, für die wir das Verschulden gar nicht brauchen, aber andererseits auch die Haftung nach dem ABGB, nach den allgemeinen Regeln des 295 fortfolgende. Das hat auch durchaus eine Bedeutung. Einerseits betrifft die Haftung nach dem ABGB diejenigen, die nicht selbst nach dem EKHG haften, also zum Beispiel den Lenker des Kraftfahrzeuges, der nicht Halter ist. Und andererseits sieht das EKHG als Gefährdungshaftung Haftungshöchstbeträge vor. Eine Verschuldenshaftung im ABGB kennt solche Haftungshöchstbeträge nicht und damit kann eine Verschuldenshaftung zu höheren Haftungen führen, als das nach dem EKHG der Fall ist. Ein weiterer Punkt, der das Verhältnis von ABGB und EKHG anlangt, sollte vielleicht auch noch angesprochen werden, weil er häufig übersehen wird. Derjenige,
der für den Halter beim Betrieb tätig ist, wird dem Halter nach § 19 Absatz 2 EKHG zugerechnet. Das heißt, es findet sich im EKHG fast ein bisschen versteckt eine Zurechnungsvorschrift, die die Haftung für fremdes Verschulden betrifft und die einer strengen Zurechnung entspricht, wie wir sie sonst von den Erfüllungsgehilfen nach § 13.13a BGB kennen. Das heißt, die Haftung nach dem ABGB ist ergänzt durch den § 19 Absatz 2 EKHG. Damit haben wir einen gewissen Eindruck von dem, was das EKHG vorgibt. Wir wissen, wofür das EKHG gilt und wir haben auch gesehen, dass es gewisse Wertungsunstimmigkeiten gibt, insbesondere solche, die verursacht werden dadurch, dass Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von unter 10 km/h dem EKHG ohnehin nicht unterliegen. Wir haben aber gesagt, ob ein schnelles oder ein bauartbedingt langsames Fahrzeug mit 5 km/h fährt, macht eigentlich für den Geschädigten keinen Unterschied. Und wir haben gesehen, dass das ein Widerspruch ist, den wir hinnehmen müssen. Eine Frage stellt sich aber doch noch, ob es möglich ist, das EKHG auch in Fällen anzuwenden, für die das EKHG eigentlich nicht gedacht ist. Das heißt, ob es möglich ist, eine Analogie zum EKHG zu bilden. Nun, grundsätzlich ist das nach allgemeinen Vorschriften möglich. Wir brauchen eine Lücke, die Lücke muss planwidrig sein und diese Lücke kann dann auch gefüllt werden. Aber die Frage nach der analogen Anwendung des EKHG geht in eine vielleicht noch größere Richtung oder stellt vielleicht eine noch größere und bedeutendere Frage, nämlich die, ob es aus den mosaikartig durch die Rechtsordnung verteilten Gefährdungshaftungen im EKHG, im Luftfahrtgesetz, im Reichshaftpflichtgesetz, im Rohrleitungsgesetz, ob sich aus diesem Mosaik vielleicht eine allgemeine Erkenntnis gewinnen lässt, dass für gefährliche Tätigkeiten, für einen gefährlichen Betrieb auch eine Gefährdungshaftung zustehen soll. Es gibt vereinzelte Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs, die eine allgemeine Gefährdungshaftung bejahen. Das waren Fälle, die einen Betrieb eines Feuerwerksunternehmens betroffen haben. Das war ein Fall, wo ein Unternehmen durch Abgase, die es in die Luft gelassen hat, im umstehenden Umkreis alle möglichen Sachen beschädigt hat, Stoffe, die zersetzt worden sind. Aber einen allgemeinen Gefährdungshaftungstatbestand hat die Judikatur über diese wenigen Fälle hinaus noch nicht anerkannt. Das führt allerdings zu ganz seltsamen Konsequenzen. So sind Pistenfahrzeuge etwa nicht dem EKHG unterworfen. Man würde deshalb vermuten, dass eine Fahrt mit dem Pistenradtrag, weil sie nur der allgemeinen Verschuldenshaftung unterliegt, tendenziell weniger haftungsträchtig ist, als wenn sie dem EKHG unterliegen würde. Tatsächlich stellt sich aber heraus, dass der Oberste Gerichtshof, obwohl er eine Erstreckung der Gefährdungshaftung auf Pistenfahrzeuge verneint, was in keiner Weise zwingend ist, trotzdem in fast allen Fällen, in denen Pistenfahrzeuge vorkommen, zu einer Haftung kommt. Wie tut er das? Der Oberste Gerichtshof schraubt einfach den Haftungsmaßstab, den Sorgfaltsmaßstab in der Verschuldenshaftung ganz besonders hoch. In Wirklichkeit ist man heute dabei, dass jede Fahrt mit einem Pistenfahrzeug, die während der Betriebszeiten stattfindet und die nicht zwingend notwendig ist, gleichzeitig ein Verschulden begründet. Jetzt kann man sagen, für den Geschädigten ist es eigentlich egal, ob er sein Geld aus der Gefährdungshaftung oder aus der Verschuldenshaftung bekommt, und das stimmt natürlich auch. Aber tatsächlich ist es aus rechtsdogmatischer Perspektive, gerade wenn man eine gewisse Systematik im Haftpflichtrecht sich wünscht, keine gute Idee, die Verschuldenshaftung mit diesem Anliegen zu überfrachten. Denn je höher ich den Sorgfaltsmaßstab schraube, je unrealistischer das also ist, was ich vom Rechtsunterworfenen verlange, desto mehr verliert die Verschuldenshaftung an Konsistenz und an innerer Rechtfertigung. Es wäre die sauberere Lösung, anstatt einen so hohen Sorgfaltsmaßstab zu wählen, dass man ihn ohnehin kaum erfüllen kann, und so die Verschuldenshaftung zu denaturieren, die Gefährdungshaftung analog anzuwenden. Und gerade beim Pistenfahrzeug würde sich eine unmittelbare Analogie zum EKHG empfehlen. Doch auch darüber hinaus, wenn wir noch einmal an diese allgemeine Gefährdungshaftung denken, gäbe es durchaus Bedarf. Wir kennen aus der Rechtsprechung etwa Fälle, wo durch Rasenmähtraktoren das Mähwerk, das sehr, sehr schnell rotiert, Steine aufgewirbelt und weggeschleudert werden. Das kann in noch erheblicher Entfernung dazu führen, dass derjenige, der von diesem Stein getroffen wird, schwere und schwerste Verletzungen davonträgt. Die Rechtsprechung verneint in solchen Fällen konsequent eine allgemeine Gefährdungshaftung. Ob das ein gerechtes Ergebnis ist, kann man allerdings bezweifeln. Unzweifelhaft tut hier jemand etwas, was gefährlich ist. Unzweifelhaft erleidet jemand einen Schaden. Unzweifelhaft würde also dieser gute Tropfen, böser Tropfen Gedanke hier zur Anwendung kommen können.
Allerdings hat die Rechtsprechung diesen letzten Schritt, einen wirklich allgemeinen Gefährdungshaftungstatbestand anzuerkennen, noch nicht gesetzt. Für uns heißt das, wir haben den Anwendungsbereich des EKHG kennengelernt, wir haben gesehen, worauf wir bei der Prüfung des EKHG Acht geben müssen, wir haben gesehen, welche Überlegungen wir anstellen können, wenn wir das EKHG analog anwenden wollen, und wir haben gesehen, dass über die Analogie zum EKHG allein sich auch die Frage stellt, ob es nicht einen allgemeinen Gefährdungshaftungstatbestand in der österreichischen Rechtsordnung gibt oder jedenfalls die Lege Ferenda geben sollte.